Ja, ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie Sie das Online-System, das ich Ihnen zur Verfügung stelle, nutzen können, um Sachen zu programmieren, um Sachen aus der Vorlesung mal auszutesten. Und ich möchte das tun an dem Beispiel von Christian Schmeiser aus seinem Buch, also aus seinem Skript für Lernskandidaten. Und zwar wollen wir einfach mal dieses Ergebnis, das er hat, für die Geburtstagswahrscheinlichkeit, das bekannte Problem, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Leute in einem Raum von 30 Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, mit sehr, ja, nicht so ganz korrekten Annahmen. Aber wollen wir erstmal diese einfache Modellierung, die er da macht, die wollen wir mal überprüfen. Und zwar wirklich numerisch überprüfen. Das heißt, wir wollen das Ganze programmieren. Wenn Sie programmieren können, dann werden Sie das, was ich Ihnen hier zeige, völlig langweilig finden und dann können Sie das alles selber machen. Sie sind auch nicht darauf angewiesen, dieses Online-Programmiersystem zu benutzen. Sie können irgendwas nutzen, aber wenn Sie es nicht tun, dann stellen Sie zumindest mal fest, dass Sie das Beispiel auch tatsächlich auf Ihrem System hätten implementieren können, hätten ausprobieren können. Und ja, stellen Sie insbesondere fest, ob Sie dasselbe Ergebnis rausbekommen wie ich. Ich werde nämlich ein sehr überraschendes Ergebnis rausbekommen und ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Das können Sie mir dann gerne in die Kommentare schreiben. Okay, gut. Also sehen Sie zu, dass Sie die Präsentation groß sehen. Ich werde mich die ganze Zeit darauf beziehen. Mein Gesicht wird wahrscheinlich relativ uninteressant sein. Okay, also die Adresse des Online-Systems habe ich Ihnen angegeben auf der Homepage der Vorlesung. Da bin ich hier schon mal drauf gegangen und ich logge mich mal jetzt nicht als ich ein, sondern praktisch als ein neuer Nutzer. Und das, was Sie typischerweise sehen werden, ist sowas wie das hier. In diese Übungen zur Vorlesung werde ich Ihnen dann auf die Dauer immer die Sachen reinkopieren, die ich in der Vorlesung mache, sodass Sie direkt damit etwas anfangen können, dass Sie nicht immer von Null anfangen müssen, sondern dass Sie unter Umständen auch schon mal was Vorbereitetes tatsächlich übernehmen können, dass Sie wirklich eigentlich einen guten Start haben sollten für alles. Da werde ich Ihnen insbesondere auch dieses Beispiel, was ich jetzt mache, reinkopieren, sodass Sie es dann auf die Dauer auch dort ausprobieren können. Okay, gut, das geht schon hier so los, dass der mich fragt, was willst du machen? Und wenn man diese Seite nicht sieht, drückt man hier oben auf dieses Plus, ja, und dann kommt diese Seite, was möchtest du an, womit möchtest du anfangen? Und wir möchten in diesem Fall ein Python-Notebook erzeugen. Wir wollen was in Python programmieren. Die Auswahl hätten wir zusätzlich noch hier unter Sage Math. Das sollten Sie aus der Vorlesung kennen von Christian Zerpe. Und die anderen beiden sind für uns wahrscheinlich relativ uninteressant. Also wir wollen Python machen und damit fangen wir mal an. Und dieses Programmiersystem ist in der Lage, und das finde ich sehr angenehm, zu mischen Formeln, Text und tatsächlich auch Programmiertext. Das heißt, am Ende kommt wirklich eine PDF-Datei raus, die Formeln enthalten kann, die wirklich gemischt Formeln, insbesondere für gemischt Formeln und Programme enthalten kann. Und das ist für uns besonders wichtig, denn eigentlich interessiert uns die Mathematik. Das heißt, dieser Bezug zur Mathematik, von der Mathematik zur Programmierung, der ist für uns eigentlich besonders wichtig. Okay, das heißt also, wir arbeiten so in verschiedenen Bereichen und hier ist ein Bereich schon mal aufgemacht und ich möchte natürlich oben zunächst mal eine Überschrift drüber setzen und ja, das heißt, es soll ein reiner Text sein, kein Programmiertext. Ja, ich möchte zunächst mal sagen, was ich hier mache, nämlich ich möchte das Geburtstagsbeispiel von Christian Schmeiser implementieren und schreiben wir mal hin, dass ich möchte das mit einer vernünftigen Überschrift. Das Kreuz da vorne steht für eine Überschrift und ich schreibe mal rein, siehe Skript Christian Schmeiser, damit ich hinterher weiß tatsächlich auch, worum es eigentlich in diesem Ding geht. Okay, das erste ist, ich habe hier so einen Text geschrieben, da möchte ich natürlich jetzt, dass der formatiert wird. Da oben steht so ein Kreuz davor, das soll Titel heißen. Und lass das laufen, also mach jetzt was damit, heißt ihr immer, entweder drücke auf den Pfeil da oben oder drücke Shift Return und ich werde mich bemühen, einfach oben mal immer auf diesen Pfeil zu drücken. Und wenn ich das mache,
dann sehen wir tatsächlich, okay, da kommt jetzt eine schöne Überschrift. Und außerdem hat das Ding im Augenblick den Namen Untitled. Da möchte ich natürlich auch das Ganze umbenennen. Und dann nennen wir das Ganze mal Geburtstagsbeispiel. Oder Geburtstag, das ist jetzt kürzer. Okay, ich habe ein paar Sachen schon vorbereitet, damit das hier nicht so wahnsinnig lange dauert. Wenn man anfängt, irgendwie eine Sache in Python zu programmieren, dann überlegt man sich zunächst mal, was will ich überhaupt? Im Allgemeinen wollen wir Mathematik machen und wir wollen vermutlich auch mit Matrizen arbeiten. Und wir wollen vielleicht auch noch was zeichnen. Und dazu muss man unter Python die entsprechenden Teile aktivieren. Das ist immer dasselbe. Denken Sie nicht wahnsinnig drüber nach. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal meine vorbereiteten Teile hier oben. Und wenn ich das könnte, wäre das gut. Okay, und kopiere die einfach mal hier unten rein. Und das heißt einfach nur, aktiviere NumPy. Das ist die Möglichkeit, mit Matrizen zu arbeiten. Math, Mathematik und Matplotlib, das ist die Möglichkeit zu plotten. Denken Sie gar nicht drüber nach, das muss im Grunde über jedem einzelnen Programm stehen, weil die entsprechenden Programmteile wollen Sie aktivieren. Okay, ich drücke jetzt Shift Return oder ich drücke mal hier oben auf das, dadurch lässt er das laufen und jetzt sehen Sie hier vorne eine 1, das heißt also, der hat das tatsächlich als ersten Befehl jetzt tatsächlich durchlaufen lassen. Okay, jetzt heißt die entsprechenden Teile sind jetzt aktiviert und wir fangen mal an, indem wir feststellen, indem wir einen Versuch durchführen. Und zwar, wir haben in einem Raum, und diese Leute haben Geburtstage völlig gleich verteilt über das ganze Jahr. Und ich möchte feststellen, wer von denen hat zum gleichen Tag Geburtstag oder gibt es überhaupt zwei Leute, die am gleichen Tag Geburtstag haben? Okay, was muss ich tun, um so ein Experiment durchlaufen zu lassen? Ich muss mir 30 zufällige Geburtstage generieren und muss feststellen, kommt eine Zahl dabei zweimal vor. Okay, ich möchte das als eine Funktion definieren. Das heißt also, ich definiere hier mal gleichzeitig von n. Und ich brauche 30 Geburtstage. Das heißt, das Einfachste ist, ich definiere mir einen Vektor, in dem 30 Geburtstage drinstehen, und zwar von 0 bis 365. Okay, zunächst mal, ich möchte das irgendwie zuweisen. Das heißt also Geburtstage gleich. Und dann muss ich mir überlegen, wie erzeuge ich einen zufälligen Vektor? Schauen Sie in die Anleitungen von Python, finden Sie überall online. Da stellt sich heraus, also ein np.random.rand erzeugt einen Vektor mit zufälligen Einträgen zwischen 0 und 1. Und ich möchte, dass dieser Vektor 30 Einträge hat. Also schreibe ich hier vorne noch eine 30 rein. Ich habe gesagt, es sollen n Leute im Raum sein. Dann nehmen wir hier vorne halt n. Okay, gut, damit haben wir jetzt schon mal einen Vektor mit Einträgen zwischen 0 und 1. Wir wollen aber zwischen 0 und 365, also 300, kleiner als 365, 364 eigentlich. Multiplizieren wir das, was wir da rauskommen, mal mit 365. Dann haben wir jetzt Einträge zwischen 0 und 365, zwischen 0 und 365. Aber was da rauskommen kann, ist natürlich, es könnte auch 1,1, 1,2 oder irgendwas da rauskommen. Das sind zufällige Zahlen halt. Und ich möchte, dass das auf die nächst kleinere Zahl gerundet wird. Und auch da stellen Sie fest, nach einem Blick in Anleitungen und nach Hinweisen, die wir beim nächsten Mal nochmal geben werden und insbesondere in dem Cast über das Programmieren geben werden, schon mal fest, die richtige Funktion ist in dem Fall np.floor. Okay, gut, das sollte uns also zunächst mal Geburtstage zwischen 0 und 365 geben, also 0 und 364 einschließlich. Und das probieren wir erstmal aus. Das heißt, wir drucken diese Geburtstage erstmal aus. Um diese Definition
zu aktivieren, muss ich wieder laufen lassen. Okay. Und ja, jetzt tut sich noch nichts, weil ich habe die Funktion nur definiert. Ich muss sie auch nochmal aufrufen. Und jetzt sage ich mal, ich möchte mir mal anschauen, drei gleichzeitige Geburtstage. Oder erstmal drei Geburtstage, mehr gleichzeitig kann haben wir ja noch gar nicht. Und das gibt er mir tatsächlich auch, 252, 68, 142. Das heißt, es sind tatsächlich drei vernünftige Geburtstage im Jahr zwischen 0 und 365. Und in dem Fall hätte natürlich keiner am selben Tag Geburtstag. Okay, da die drei davon sind die Anzahl der Leute im Raum. Das heißt, ich könnte auch 30 nehmen. Ja, und ja, das scheint alles irgendwie vernünftig zu sein. Okay, jetzt ist mein Problem, ich muss jetzt feststellen, ob zwei gleiche Zahlen da vorkommen. Und das ist im Normalfall relativ aufwendig. Ja? Ich muss ja jede Zahl mit jeder Zahl vergleichen. Und eine ganz gute Idee ist vielleicht, wir sortieren einfach die Zahlen. Das geht nämlich tatsächlich in Python relativ einfach. Und da brauchen wir einfach nur zwei aufeinanderfolgende Zahlen zu vergleichen. Okay, das machen wir auch nochmal. Und naja, also ich sortiere die Zahlen. Das heißt also, geb gleich geb.sort von geb. Das heißt also, ich sortiere die und weise das Ergebnis wieder zu Geburtstag zu. Ich lasse das Ganze wieder ausgeben. Dann muss ich als erstes mal diese Definition aktivieren. Das habe ich jetzt gemacht. Und gebe das Ganze nochmal aus. Und Sie sehen ja wunderbar, tatsächlich, jetzt sind die Geburtstage wirklich sortiert. Und dann ist für mich natürlich jetzt sehr viel einfacher zu sehen, ob zwei gleiche dabei sind. Ich glaube, in diesem Fall ist das nicht der Fall. Okay. Gut, wie stellen wir jetzt programmatisch fest, ob zwei gleich sind, ob zwei Einträge gleich sind? Naja, wir müssen einfach nur jede Zahl mit ihrem Nachfolger vergleichen. Und wenn die gleich sind, dann gibt es zwei gleiche. Ja? Und wenn die alle nicht gleich sind, dann gibt es auch tatsächlich keine Doppelten. Das heißt also, wir müssen eine Schleife machen, wir müssen durch den ganzen Vektor durchgehen. Und zwar eine Schleife in Python wird hier mit so einem Range gemacht. Und Range von 0 bis n, denkt man vielleicht zunächst. Naja, also ich muss jede Zahl mit ihrem Nachfolger vergleichen. Das heißt also, ich muss aufhören natürlich einen vorm Ende. Der letzte hat nämlich keinen Nachfolger mehr. Das heißt also, ich lasse diese Schleife jetzt hier von 0 bis n minus 1 laufen und das heißt, dass i nimmt nach und nach Werte an von 0 bis, wird immer erhöht von 0 und wenn wir n minus 1 erreicht haben, dann hört er auf. Okay, es geht also im Grunde von 0 bis n minus 2 und wir müssen uns anschauen, ist der i-te und der i plus erste, sind die gleich? Wenn ja, dann haben wir einen Doppelten gefunden. Das heißt also, if geb von i gleich geb von i plus 1. Mal etwas aufpassen. Das Gleichheitszeichen ist so ein Gleich-Gleich. Eigentlich in fast allen Programmiersprachen. Und wenn wir Gleiche gefunden haben, dann sagen wir, okay, es gibt zwei Gleiche. Das heißt, also wir können sofort aufhören und sagen, jawohl, wir haben zwei gefunden. Das ist die Antwort, diese Funktion gibt 1 zurück. Und das soll bedeuten, es hat tatsächlich einen Doppelten gegeben. Wenn es keinen Doppelten gibt, dann retourieren wir 0. Das heißt also, es gibt keine Doppelten. Okay, das Drucken habe ich jetzt hier mal ausgeschaltet. Ich lasse das wieder laufen, um hier diese Funktionsdefinition zu aktivieren. Ich mache nochmal gleichzeitig von 30. Naja, und das gibt nichts mehr aus, aber das Ergebnis, er hat jetzt was retourniert und das hat er mir unten ausgegeben. 0, das heißt also, ich hatte hier tatsächlich einen Versuch, in dem keine Doppelten drin waren. Mal gucken, ich lasse das mal nochmal laufen. Also jetzt habe ich hier gerade anscheinend Pech. Da haben wir jetzt tatsächlich mal einmal einen Versuch gehabt, wo zwei Doppelte drin waren. Okay, das möchte ich natürlich jetzt nicht einmal laufen lassen, sondern ich möchte es ganz häufig laufen lassen. Und sagen wir mal, ich möchte es mal 1000 Mal laufen lassen. Außerdem möchte ich die Zahl 30 feststellen. Oder nehmen wir erstmal 30 für einen Augenblick. Und versuchen wir mal wieder das 1000. Ich möchte 1000 Mal das Ganze laufen lassen. Das heißt, ich möchte die Ergebnisse aufaddieren, die mir diese Funktion gleichzeitig geliefert hat. Und das speichere ich schon später in Summen. Und ich lasse das Ganze mal laufen. Ja, also ich lasse das n mal laufen.
Und naja, ich addiere einfach die Ergebnisse in dieser Funktion gleichzeitig auf. Das heißt also Summ gleich Summ plus, ups, gleichzeitig von n. Das heißt, ich lasse diesen Versuch jetzt groß n mal ablaufen, also hier 1000 Mal. Und ich gucke mir an, wie häufig Doppelte gefunden werden. Funktioniert. Ich lasse das wieder laufen. Ja, und in dem Fall hätten wir jetzt 0,584. Da sind wir aber jetzt sehr weit von dem entfernt, was Schmeiser angibt. Da habe ich vermutlich irgendwas falsch gemacht. Na. Ja. Da habe ich wohl tatsächlich was falsch gemacht. Okay. Ich gucke mal an, wenn ich 365 habe. Wenn ich 365 habe, dann dürfte er ja. Dann müsste er für alle was Doppeltes finden. Mal gucken, ob das der Fall ist. Ja. Und für n gleich 0. Da kommt auch das Richtige raus. Okay. Warum kommt dann für 30 so ein Blödsinn raus?